Erkenntnisse aus den ersten Steuerberaterklausuren. Viele Prüflinge starten im letzten Quartal des Vorjahres vor ihrem eigentlichen Prüfungsjahr mit den ersten zumindest Kurzklausuren für ihre Prüfungsvorbereitung. Das heißt, viele haben sicherlich jetzt schon die ersten Klausuren geschrieben und da lohnt es sich mal, eine erste Art Analyse vorzunehmen. Was ist gut gelaufen? Welche Erkenntnisse solltest auch du mittlerweile schon gesammelt haben? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video, die Erkenntnisse aus deinen ersten Steuerberater-Probeklausuren. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater-Dozent und auch Geschäftsführer der ESA STB Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberater-Examen erfolgreich meistern kannst. Und dazu gehört selbstverständlich auch eine gute, fundierte Klausurarbeit. Dementsprechend nimm das Ganze ernst, aber das vorweggenommen, Klausuren oder Klausurarbeit besteht nicht nur aus der Quantität. Heißt, es bringt nichts, möglichst viele Klausuren zu schreiben, auch das hast du hoffentlich schon mitgenommen, erster wichtiger Punkt, sondern die Fortschritte werden in der Klausurnachbereitung gemacht, dazu aber dann gleich etwas mehr. Die meisten Prüflinge tun sich bei den ersten Klausuren besonders schwer. Woran liegt das? Zwei verschiedene Komponenten. Je weniger anwendungsorientiert du den Stoff im Vorwege gelernt hast, desto mehr Probleme hast du letztendlich, deine Gedanken bei so einem Klausursachverhalt überhaupt zu Papier zu bringen. Das heißt, wenn man sich das Ganze anschaut, du liest den Sachverhalt und weißt vielleicht erstmal überhaupt gar nicht, was du machen sollst. Worum geht es hier? Wozu sollst du jetzt Stellung nehmen? Was sind die entsprechenden To-Dos letztendlich in der Klausur. Und dann ist man so ein Stück weit ahnungslos. Man hätte vielleicht das Wissen, man weiß aber gar nicht, was man machen soll. Das ist der erste wichtige Punkt. Und wenn man dann, oder wenn es einem gelingt, im Nachgang dann sozusagen in die Bearbeitung reinzukommen, wenn du da ein bisschen schon weiter bist, gerade wenn du anwendungsorientiert schon die ersten Fälle auf Feuer oder den Stoff auf Feuer anwendungsorientierter gelernt hast, dann bist du auf der nächsthöheren Ebene. Und was ist da der entscheidende Punkt? Was musst du verstehen? Die Lösung kommt nicht beim Lesen des Sachverhaltes, sondern die Lösung erarbeitest du dir in Form eines Prozesses in zeitlicher Hinsicht. Was meine ich damit konkret? Nun, viele haben die Erwartungshaltung, ich würde gerne den Sachverhalt lesen und wissen, was zu tun ist. Klar, wenn das gelingt, ist cool. Die meisten Prüflinge, so viel sei dir gesagt, schaffen das selbst im Examen aber nicht. Ist zwar wünschenswert, ist aber nicht notwendig, weil, wie ich eben schon gesagt habe, sich die Lösung zu erarbeiten, ist ein Prozess. Wichtig ist, dass du ans Ziel kommst, nicht, dass du besonders schnell am Ziel bist. Natürlich musst du die Zeit im Auge behalten, aber gerade zu Beginn überhaupt noch gar kein Thema. Und im Nachgang oder im späteren Verlauf kann man da eben gezielt dran arbeiten. Das ist aber eher was fürs letzte Drittel der Vorbereitung, kann ich dir sagen. Was heißt das nun mit diesem Prozess? Wenn du die Klausur dir durchliest, dann hast du vielleicht erste Anhaltspunkte, worum könnte es gehen. Und da musst du dich reinarbeiten in den Sachverhalt. Da gibt es natürlich dann verschiedene Methodiken, zum Beispiel eine Sachverhaltsskizze, zum Beispiel eine Umsatzsteuer häufig relevant, eine Lösungsskizze, vielleicht eher im ertragssteuerlichen, unternehmenssteuerrechtlichen Bereich von Relevanz, wenn da irgendwas hin und her übertragen wird und so weiter und so fort. Das heißt, du musst dich in die Lösung reinarbeiten, du musst dir Zeit dafür nehmen, das ist nun mal so, um überhaupt den Zugang zu bekommen. Wichtig ist hier die Erwartungshaltung, das nicht denken, ich lese, schreibe und gebe ab, sondern du musst lesen, du musst dir Stichpunkte machen, du musst Gedanken machen, du musst es entwickeln, du musst vielleicht mal im Gesetz schauen, in Richtlinien schauen und so weiter und so fort. All das sind wichtige Punkte, wo du ganz klar sagen musst, dass du das als Entwicklung betrachten musst, sowohl innerhalb einer einzelnen Klausur, dass du dich reinarbeitest, als auch global gesehen über die verschiedenen Klausuren hinweg. Weil wenn du in der ersten Klausur ein Thema hattest, da einen Schritt weitergekommen bist, dann ein neues Thema hast in der nächsten Klausur, dann bringt dir das nicht unbedingt viel sozusagen für die kommende Lösung, nur sage ich mal so ein bisschen dieses Grundverständnis, das Grundhandwerkszeug, wie zum Beispiel man einen Aufbau macht, wie eine Skizze funktioniert, ne, in den jeweiligen Themenbereichen, das hilft schon. Und der dritte Punkt, den ich gerne noch mit dir besprechen wollte, ist das Thema Nachbereitung. Reflektiere einmal sorgfältig für dich selber, wenn du bisher nur geschrieben hast, danach dir die Lösung durchgelesen hast, vielleicht nochmal ein paar Fundstellen markiert hast, besser als gar nichts, aber das ist noch nicht mal die Hälfte der Miete, sondern das ist vielleicht 10% von dem, was notwendig ist, um mit Klausuren richtig zu arbeiten.
schau jetzt nicht zurück. Wichtig ist, dass du jetzt in Zukunft einen Schritt nach vorne gehst, denn Klausur-Nacharbeit bedeutet wirklich systematisch aufzubereiten, die Inhalte, die Klausurtechnik, die Fußgängerpunkte, die Bücher und dann auch die Klausurtaktik. All diese Punkte musst du systematisch angehen bei jeder einzelnen Klausur. Und ja, das ist verdammt hart. Manchmal verfluchen mich unsere Kunden sicherlich auch, weil diese Schritte, wenn man das in so einer richtigen systematischen Anleitungsform, so wie wir das unseren Kunden mitgeben, dann ist das natürlich aufwendig und daraus kommen letztendlich die Fortschritte, aber man muss natürlich auch was dafür tun. Und deswegen kann ich dir nur mitgeben, du brauchst systematische Klausurnachbereitung, um von der Klausurarbeit überhaupt zu profitieren, um Fortschritte zu machen im inhaltlichen Bereich. Weil letztendlich geht es nur darum, Probleme aufdecken, Lücken erkennen und dann natürlich die Lücken schließen, um so Schritt für Schritt für Schritt auf eine nächsthöhere Stufe zu gelangen. Das ist effektive Klausurarbeit und diese Erkenntnisse solltest du spätestens jetzt auch bei dir gesammelt haben, wenn du mit der Klausurarbeit schon begonnen hast und die ersten Klausuren hinter dich gebracht hast. Wichtig, ich verliere nicht den Mut, sondern geh da entsprechend selbstbewusst ran und betrachte das Ganze, wie gesagt, als Prozess, aus dem du lernen sollst. Du sollst nicht von Anfang an perfekt sein, sondern du willst dich durchs Klausuren schreiben und die Nachbereitung natürlich verbessern. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann kann ich dich wie immer herzlich dazu einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Da können wir dir gemeinsam mit unserem Strategieexperten in einem 1:1 Beratungsgespräch in 60 Minuten aufzeigen, wie wir das Ganze auch für dich praktizieren und implementieren können, damit du einfach die nächsten Stufen in deiner Examensvorbereitung erklimmen kannst. Darauf freue ich mich, von dir zu hören. Wie gesagt, alle Infos findest du unter dem Link und wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.